Willkommen zurück zu Oddworld Munch's Odyssey, das Ladedock. Nun, Lulu, der Tlacken, ist jetzt endlich auf den Vikers Labors angekommen und Abe und Munch konnten sich auch reinschleichen. Und das ist ja unser Ziel. Lulu soll den Gabia kaufen, damit Apes Art retten. Und Abe hat hier noch Modakeneier. Und Kumpels, wie ich sehe. Schauen wir mal, 32 gibt's? What the hell? Ich verstehe das Level noch nicht. Ist aber nicht schlimm. Ja, spring einfach mal runter, todesmutig. Ist das alles, was wir machen müssen? Die zwei retten? Und was bringt das jetzt? Hört mal. Büros der Geschäftsgeleitung. Seltsamer Level-Sound. Erschreckt mich hier. Sieht gut aus. Ja, wo wir aus den Arbeitsklamotten raus sind und schön sauber. Dieser Lendenschutz macht es mir einen neuen Mut. Genau. Also, wir warten hier und sammeln alle Eierkisten, die Abe und Munch in die Ladeschächte werfen. Richtig? So habe ich das verstanden. Ich hoffe, sie zerbrechen nicht alle. Okay, das sind unsere Helfer. Sehr, sehr schön. Wir müssen also die Eier, die Modakeneier, erstmal holen. Die sind groß, im Gegensatz zu den Gabbit-Eiern. Und die beiden warten draußen und kümmern sich alles weitere drum. Wie man die Eier jetzt wiederholt, muss ich mir da nochmal anschauen. Munch, bist du da? Jede Menge interne, na toll. Aber es gibt noch diesen Weg. Oh Mann, jetzt gibt's Probleme, echte Probleme. Findet die Hauptwasserleitung und lasst dann die reinigenden Kräfte des Wassers eure Gegner einfach wegwaschen. Was ist los? Wasser? Muss ich mir mal anschauen. Also irgendwie verwirrt dieser Level mich bislang ein bisschen. Und tschüss, Mann. Ich lebe noch. Aber gerade so. Da laufen sie lang. Wo ist Munch denn? Wo ist Abe denn gesichert? Nirgends, schätze ich. Wir gehen hier lang, ganz klar. So viel dazu. Okay, wie für uns gemacht. Okay, zeig mal her. Ach Gott, hier gibt's echt alles. Okay. Es gibt 8 Vikers. 19 Interne, noch 2 Sklaven, 6 Fuzzles und 22 Eierkisten. Okay, hier haben wir erstmal ein bisschen was zu tun. Ey, Munch! Ihr habt jetzt eine letzte Chance, euer Karma zu verbessern. Nutzt sie! Die Vikers haben Mudok und Arbeitseier gehortet, um sie gegen das höchste Gebot zu verkaufen. Ja, genau das tun sie. Rettet Apes ungeborene Brüder, indem ihr sie in den Laderaum schafft. Apes ungeborenen Brüder. Aber wie tun wir die denn nochmal? Ich verstehe es nicht mehr. Wir müssen irgendwas mit dem Kran machen. Da oben ist auch ein Kran. Da reinschmeißen, oder was? Aber wie soll man das anstellen? Wo ist denn... Was mir erzählen, ich muss darüber, oder was? Das geht nicht. Aber Munch kann doch nicht einfach darunter springen. Muss ich mich mal umschauen. Ich sehe, da hinten ist das Ding, wo wir hin müssen. Aber wie kommen wir denn da hin? Abe kann rüberspringen. Komm, machen wir einfach mal. Ach, hier können wir uns verstecken.
Jetzt bin ich mal gespannt, was da oben ist. Sieht irgendwie nach wenig aus. Oh, da geht's auch lang. Das ist die Sache. Verstehe ich zwar nicht, warum das hier ist, aber gut. Ja, schön ins Wasser gefallen. Hm, komisch. Echt komisch. Aquahüpfen. Also wir sollen doch das Becken voll machen. Mit Wasser. Aber wie? Ich verstehe es nicht ganz. Na. Ja, stirb nochmal und dann gehen wir da lang. Andere Möglichkeiten sehe ich im Moment noch nicht. Achtung, schwammige Steuerung. Ape unter Beschuss. Diese Tür öffnet einfach nur das da. Burps. So weit können wir gar nicht springen. Manch könnte da lang, aber was bringt uns das? Manch muss da hinten hin. Und da kommt er hin, wenn das Becken hier voll ist. Mit Wasser. Und ein Aquahüpfer. Na toll. Blöde Interne. Hier sollten wir in Sicherheit sein. Ich meine, da hinten ist auch nichts mehr, ne? Gar nichts. Und da kamen wir her. Da warten unsere Modaken-Freunde draußen auf vergebliche Liebesmüh. Sollen wir Mansch rüberschmeißen? Das Sinn macht. Also ich probiere noch ein letztes Mal. Achso, da kommen wir nicht auf. Wie blöd bin ich eigentlich? So. Probieren ein letztes Mal da rüber zu springen. Was auch diesmal geklappt hat, seltsamerweise. Hüpfen und unsichtbar. Da sind die Fuzzles. Hm. Kann mir das einer erklären? Nehmen einfach mal diese beiden. Treiben uns da rum. Hallöchen. Auch noch gepanzert. Und tschüss, Mann. Und damit ist der Sprung weg. Toll. Dann werde ich hier eben versauern. Eine letzte Möglichkeit wäre, Mansch dorthin zu bringen und unten im Wasser sich mal umzuschauen. Dazu müssen wir ihn hier rüberwerfen. Ob das wirklich Sinn macht? Ich glaube nicht, dass es klappt. Na gut, bislang geht's. Und Hepsaib! Gut! Umschauen. Okay. Und wohin? Na gut, das ist glaube ich nur so dargestellt. Hoffentlich kommen wir irgendwo raus, ey. Irgendwas, was uns weiterbringt. What the hell? Was ist denn hier alles? 50.000 Automaten. Ach nee, für beide Wasserstände. Ich verstehe schon. Top Gesundheit.
Ja, nehmen einfach alle, oder? Nee, so soll das eigentlich nicht sein. Na, egal. Aquahüpfer. Und zapp. Eine Fresse. So. Erstmal umschauen. In den Brunnen am besten. Wenn das ginge. Okay, ich vernichte euch. Zum Wohle der Fassels. Das geht niemals. Hä? Ich muss irgendwas übersehen haben. Das ist irgendwie total die falsche Reihenfolge. Da kann ich auch nicht einfach reinspringen. Davon abgesehen, dass es mir nichts bringen würde. Ja. Die kann ich auch nicht erledigen. Ich könnte rüberspringen auf die andere Seite. Ach Leute, tut mir leid, aber irgendwie... Irgendwie... Komm, spring doch. Oh, und schon macht er dahin, hey. Unsichtbar ist gar nicht so wichtig. Ich will nur springen und gut ist. Und wenn ich die Klippe runterspringe. Ja, gar nicht viele. Wakers. Ja, und hier ist nichts. Na gut, Leute. Ich erkundige mich und dann bis zum nächsten Part und ciao.